Ja, wir laufen, sagt er. Sieht man mich? Ja, man sieht es. Ach so, ich dachte, du bist woanders. Nee. Also, ja. Hallo zusammen, willkommen wieder zu einem hoffentlich guten Motorsportvideo. Und zwar unser neues Projektauto für 2020, für die VLN-Saison 2020 ist da. Und zwar unser C300, Mercedes C300 für die VT2-Klasse. Haben ja einige schon gelesen, wir haben es schon publiziert und haben auch schon Fahrerplätze gesucht. Und das wird jetzt der erste Teil sein. Da wird noch gar nicht viel passieren, außer ich gebe mal ein paar Hintergrundinformationen und ein paar Details. Und zwar, ihr wisst, wir haben letzten 2 Jahre einen Cayman eingesetzt von unserem japanischen Geschäftspartner, vom Koi Fukada. Der Herr ist McChip DKR, Stützpunkt in Tokio, und wollte halt immer mal Motorsport betreiben und hat dann 2017 einen eigenen Cayman Ende des Jahres geholt. Und wir haben 2018 und bis zum 24-Stunden-Rennen 19 das Auto für ihn eingesetzt und haben auch immer Fahrer gesucht für ihn und. Das Auto ist dann 24-Stunden-Rennen verunfallt und wurde von uns nicht mehr aufgebaut, weil Koi, unser Kunde, hat gesagt, nee, er möchte das Auto nicht mehr aufbauen. Er hat dann die Versicherungssumme bekommen und wir haben das Auto an ein anderes Team verkauft, welches wir wieder aufgebaut haben. Und wir haben dann relativ lange überlegt, wir hatten jetzt ein bisschen Zeit, wir haben jetzt Mitte November nach dem 24-Stunden-Rennen, was machen wir? Holen wir uns ein eigenes Auto und nicht wie beim Lambo, dass wir unseren eigenen Motorsport machen, sondern Kundenmotorsport? Hoffen wir auf eine Kunden, die uns Autos zur Verfügung stellen, die wir umbauen und einsetzen? Es hat sich abgezeichnet, dass in der Richtung relativ wenig passiert. Wir haben uns dann mit unserem Fahrwerkspartner KW hingesetzt, haben mal überlegt, was kann man machen in Richtung bezahlbarem Motorsport. Ich meine, das ist eh alles sauteuer, auch wenn es in den kleinen Klassen losgeht, aber in den kleinsten Klassen, die dann halt möglich sind. Und da gibt es natürlich die V4-Klasse, wie wir jetzt letztes Jahr für den Jörg das Auto gebaut haben oder jetzt aktuell auch noch für die anderen Kunden einen V4 aufbauen. Aber wir haben gesagt, du, wir müssten halt irgendwo in Richtung zukunftsorientiert denken. Und ja, was willst du da schwer machen? Und wir wollen in der VLN bleiben. Und wir möchten Kunden kriegen, die Spaß haben und sich hier einmieten. Und dann haben wir, wie gesagt, mit KW gesprochen. KW sagte, hör mal, was hältst du denn von so einem VT2? Ja, finde ich gut. Also VT2 heißt seriennahe Klasse, seriennahste Klasse, die es gibt. Also alles, was V ist. T für Turbo und 2 für 2 Liter Hubraum. Sprich, bis 2 Liter Hubraum, turbo aufgeladene Fahrzeuge sind zugelassen. In der Klasse wird es geben oder gibt es aktuell. Renault Megane ist so der Spitzenreiter aktuell mit den 328i F10 Modellen. Ich glaube, es fährt noch ein Peugeot 308, wenn ich mich nicht täusche. Und mal mehr, mal weniger einen Scirocco 2 Liter Turbo. Und diese Klasse wird langfristig immer voller, weil es natürlich alle Autos, die jetzt so in den letzten Jahren produziert worden sind, sind alle turbo aufgeladen. Und ich habe so gesehen, okay, es gibt einige, die bauen jetzt auf Basis 330i G20 Modelle. Gibt es mehrere Teams, die jetzt in die nächstes Jahr kommen. Und wir haben gesagt, so, wir haben mit KW gesprochen, wir haben gesagt, hier, so ein 300er. Ja, viele haben den jetzt schon im Internet als Taxi betitelt, alles gut. Technischerseits eine Herausforderung, wo wir glauben, dass das ganz gut passen wird in die Möglichkeiten, die uns da gegeben werden in der Klasse. Und da spielt der eins zum anderen. Unser schon langjähriger Unterstützer im Motorsport, der Markus Kleins, Markus Kleins Automobile, der auch schon vom ersten Tag an beim Cayman-Projekt damals unterstützt hat und, ist natürlich ein sehr großer und sehr erfolgreicher Mercedes-Partner, was Werkstatt und Verkauf angeht. Ich habe ihm das so beiläufig erklärt, ich sage, du, so und so haben wir das vor. Dann sagt er, ja klar, das machen wir. Und ich sage, ja, wir müssen gucken, so ein Auto ist natürlich auch dann nicht günstig in der Anschaffung und wir müssen ihn umbauen. Das kostet dann schon ein bisschen mehr wie ein V4, aber ich glaube, das hat Zukunft. Und was soll ich euch sagen? In diesem Telefongespräch war für ihn schon klar, okay, ich besorge euch so ein Auto und ihr baut den um. Also ohne den Markus hätten wir es jetzt gar nicht so schnell entscheiden können. Und Markus hat uns da echt eine Möglichkeit gegeben jetzt mit dem Auto, dass wir da sehr gut zueinander gefunden haben, auch wie wir das alles gestemmt kriegen, dass wir jetzt das Auto hier stehen haben. Ich habe das Auto letzte Woche abgeholt, da wart ihr in Vegas, ne? Habe ich schön gearbeitet, habe den dann selber abgeholt bei Markus in Bad Kreuznach. Und wir werden das Projekt jetzt angehen.
Wir haben jetzt, wie gesagt, Mitte November zu den Daten. Es ist, wie gesagt, ein Mercedes C300 W205 Mopf, sprich neueste Modell. Das Auto gibt es, lass mich nicht lügen, seit 08/09/2018, also knapp ein Jahr, gibt es genau diese Config. Komm mal mit. Also wir haben natürlich versucht, oder der Markus hat natürlich über sein Netzwerk versucht, ein Auto zu finden, was die wenigste Ausstattung hat, weil alles, was viel drin ist, muss halt auch viel drin bleiben. Das Auto wird schwerer. Du darfst halt in der Klasse zum Beispiel nicht einfach die Kabelbäume fürs Navi oder Kabelbäume für alle Elektrik. Du kriegst ja so viel Elektrik zip und zapp, das muss halt dann alles drin bleiben. Das sind dann alles immer ein paar Gramm hier, ein paar Kilo da. Und es macht ja immer noch mehr Arbeit, das alles dann wieder auch fahrbar zu kriegen. Also wir haben hier relativ wenig Ausstattung. Es ist ein C300 W205, 2 Liter Turbo, 258 PS, 370 Newtonmeter, glaube ich. Wo auch nichts erlaubt ist, Software-Leistungssteigerung zu tun, werden wir uns auch hüten. Weil das ist das Peinlichste, was passieren kann, wenn auf einmal sagt, guck mal, die Chip-Tuner. Fahren hier mit, weil wenn du jetzt mit einem Kunden mit so einem Auto hier hinkommst, hast du bei uns eine Leistungssteigerung auf knapp 300 PS, ist gar kein Problem. Was einziges, was erlaubt ist, ist Anpassungen und Auskodierungen. Sprich, wenn du einen Sportcut, den wir verbauen werden, den dürfen wir ausprogrammieren, dass wir keine Lampe anhaben und. Ja, so, ne? Weiß, Grundausstattung, Auto hat 5.000 oder 6.000 Kilometer gelaufen. Es ist vom Aufwand her, von der mechanischen Seite, 1:1 so aufwendig oder nicht aufwendig, egal wie man es halt sieht, wie jetzt zum Beispiel den V4. Ja? Der einzige Unterschied, den wir hier haben und den ich auch noch nicht so richtig übersehen kann, ich habe da zwar schon meine Vorstellung, aber ist die ganze Elektronik. Als Beispiel, ESP kannst du aktuell hier nicht ausschalten. Du hast noch nicht mal einen ESP-Knopf. Mann, so gleich bist du in der Motorhaube, ne? Du kannst ESP hier nicht ausschalten. Wir müssen es ausschalten können. Das Ding hat Spur- und Abstandskontrolle. Die Spurkontrolle kann man ausschalten, aber diese Abstandskontrolle, sobald du an einem Auto aufläufst, kannst du die nicht mehr ausschalten. Das Ding bremst. Das ist nämlich das Schlimmste, was passieren kann, also im Rennbetrieb. Ne? Wir wissen aktuell noch nicht, wie wird das alles so, wenn wir die ganzen Sachen ausbauen, weil es darf kein Airbag mehr verbaut sein. Das Ding hat gefühlt 381 Airbags und Sicherheitssysteme. Die ganze Elektrik ist halt sehr komplex, weil du halt hier nicht einfach wie früher irgendwie Car-Leitung oder nur ein CAN-Bus, CAN-High, CAN-Low hast, sondern hier sehr viel miteinander verknüpft. Und ich glaube, das wird sehr interessant für euch zu sehen, wie wir das und ob wir das gelöst kriegen, sodass wir ein Auto haben am Ende des Tages, was gerade im Rennbetrieb genau das macht, was wir wollen. Und sprich, nicht bremsen, wenn einer davor ist, automatisch. Nicht ESP-Eingriffe zu regeln und. Und natürlich kannst du anfangen, wie früher Sicherung ziehen und irgendwelche Kippschalter reinzumachen, aber das ist nicht unser Ziel. Wir werden schon versuchen, da natürlich das auch unser täglich Brot ist, wo wir mit auch unser Geld verdienen. Wir sind da relativ gut bewandt mit Codierungsarbeiten, wir haben Tester, aber manchmal gibt es halt auch wirklich, das wird einfach aufwendig. Ja? Und das ist der einzige Unterschied, also dieser ganze Elektronik-Software-Anteil, dass wir hier, ich sag mal wirklich, ein fahrbares Auto haben, weil so einfach nur leer räumen, auf die Nordschleife haben, werden wir keinen Spaß haben, das Auto wird unfahrbar. Ja? Und ich glaube, da das unterschätzt man im ersten Augenblick. Ja? Wir haben eine 9-Gang-Automatik, kann ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Was haben wir noch für eine Besonderheit? Zum Beispiel hier, wenn ihr jetzt so seht, das Lenkrad, das muss natürlich raus. Ja? Ihr kennt ja diese KMP-Lenkräder, könntest du auch mal einspielen, gebe ich dir mal ein Foto. Wir haben jetzt auch vom Ablauf her eine Woche Zeit, um uns jetzt erstmal mit diesen ganzen Sachen zu befassen. Ich habe schon Stromlaufpläne dazu gekriegt und. Wir geben das Auto dann nach Holland. Das ist der erste Schritt, den wir machen werden zu KMP. Die werden uns ein Lenkrad bauen, dass wir wirklich wie beim Cayman, du kannst dann hier einfach ESP aus anmachen, Trinksystem, Pedals. Das kannst du ja hier alles so nicht lassen. Und das gibt's noch gar nicht. Und KMP sagte, Mercedes, C300, what the fuck, was wollt ihr damit? Ich sag, ja, und die haben uns versprochen, dass sie sich das Projekt annehmen, weil so brauchen wir halt nicht starten. Ja, diese ganze Firlefanz, den ihr hier seht, das muss halt alles raus. Es ist halt so viel massive Elektrik hier in so einem neuen Mittelklasse-Auto. Ist ein Mittelklasse-Auto, ne? Ja. Ich hoffe, ihr seid ähnlich gespannt wie wir. Unser Ziel ist es definitiv, dass das Auto, wir haben jetzt 11.11., 11.11. Karnevalanfang, dass wir, ich habe so einen ganz verrückten Plan, dass wir das Auto zum letzten Endless Summer Event mitnehmen, was wir mit den Lambo-Kunden fahren, nach Aragon Ende Februar. Kann aber auch sein, dass ich total neben der Spur bin.
Es gibt noch so viele Sachen zu klären. Fahrwerk muss gemacht werden. Felgen wissen wir noch aktuell noch gar nicht, was so richtig hier drauf passt, bin ich ehrlich. Es gibt, wenn ich das mal so vorstellen darf, jetzt wenn ich gerade schon dabei bin, KW-Fahrwerk. Felgen versuchen wir was Cooles hinzukriegen mit MB-Design, aber ich bin da noch, ja, müssen wir gucken, ob die was haben. Ne? Da gibt es ja richtig coole Sachen von MB-Design, die normalerweise gar nicht dabei sind, aber die machen ja so eine neue Magnesium-Line für Motorsport und so. Da versuchen wir was mit Markus Brandt. Sonst natürlich müssen wir gucken, ATS oder ProTrack oder wie die ganzen Sachen heißen, müssen wir mal schauen. Dann eine Drecksversperre wird es geben. Auspuffmäßig weiß ich noch gar nicht, was wir so richtig machen. Müssen wir uns alles mal angucken. Ne? Wir haben ja auch ein OPF hier drin. Also das ist schon alles so Step by Step, also so Basics wie eine Löschanlage, Käfig, Notaus und das ist alles Basic. Das ist 1:1, Aero-Catch vorne, hinten. Ah, wir bauen das Auto natürlich, weil ich gesagt habe, in die Zukunftsperspektive. Wir werden, auch ein Punkt, den ich noch gar nicht so richtig überblicken kann, wir werden einen FT3-Tank brauchen und einbauen, damit wir auch ab 2021 weiterfahren können. Dürfen wir 70 Liter fahren? Das ist halt auch sowas, da haben wir uns schon an den Hersteller gewandt. Da liegt es aber dann auch an uns, dass man eine Form macht und, dass der hier reinpasst und. Aber ja, also es wird zwar nur ein VT2, aber mit der richtigen Umsetzung ist da schon richtig, richtig Arbeit und Zeit wird hier reingehen. Ich freue mich aber echt drauf. Auch eine sehr erfreuliche Nachricht ist, wir haben jetzt den 11.11. Die Saison geht erst in, wann ist der erste? Anfang März, ne? Test- und Einstellfahrt. Also haben wir den Monat 12, Monat 1, Monat 2, Monat 3. 4 Monate vor der Saison eigentlich. Und das ist schon fast ein Luxus. Alle Fahrer fürs nächste Jahr, für dieses Auto, stehen schon fest. Da kommen wir in den nächsten paar Videos nochmal zu. Aber das Auto ist schon komplett vermietet. Es steht auch sogar der vierte Fahrer fürs 24-Stunden-Rennen, sollte es alles so laufen, wie wir planen, schon fest. Das heißt, wir hatten ja auch Anzeigen geschaltet. Und innerhalb von 5 Wochen jetzt, wo die alte Saison noch gelaufen ist, haben wir komplett das Auto, ich sag mal, voll besetzt. Ich meine, im Motorsport Motorsport kann sich alles ändern, aber das finde ich schon gut. Ich kenne alle drei Fahrer persönlich sehr gut und da glaube ich nicht, dass da irgendwas zwischenkommt, was sonst so bei manchmal im Motorsport so dazwischen kommen könnte. Haben jetzt sogar schon weitere Anfragen, natürlich, weil wir haben noch eine Anzeige laufen, eine Anzeige auf Fahrerplatz, wo sich Leute melden, wo wir fast schon überlegt haben, ein zweites Auto zu bauen, obwohl wir das erste gerade erst abgeholt haben. Aber wir sind da nicht, also wir würden es machen, wenn wir safe ein zweites Auto eingesetzt kriegen, also wieder drei Fahrer finden. Und da ist aber auch das Thema, es muss natürlich auch Fahrer sein, die wieder zusammenpassen. Und die aktuelle Fahrerkombination ist mega homogen, sage ich mal. Jeder weiß, wo er dran ist. Und wir haben aktuell natürlich diverse Anfragen von Fahrern, die sich untereinander gar nicht kennen, wo es halt dann immer so, ja, mal gucken, halte ich mal im Hinterkopf, ist dann sehr schwierig für uns. Also ich kann jetzt nicht innerhalb von 2 Wochen so ein Auto bauen. Und wir haben uns jetzt eigentlich gesagt, wir gucken jetzt mal, wie wir hier ankommen. Ich gucke, wie wir Anfang Januar mit dem Projekt stehen. Und wenn wir Anfang Januar wirklich nochmal 3 Fahrer safe haben, dann würden wir nochmal, weil dann wissen wir auch, wie es alles geht, würden wir noch ein zweites Auto nachschießen. Wenn es doch nicht so ist, bin ich auch nicht böse drum. Aber auf keinen Fall mache ich da so einen Freischuss, dass wir sagen, oh, wir kaufen so ein Auto, bauen so ein Auto um und. Kann ich auch gerne mal eingehen. Wir sind ja immer sehr ehrlich, auch was Kosten angeht. Wir planen ungefähr, wir denken um die 75.000 bis 80.000 Euro netto wird uns das Auto kosten. Nur mal, dass man das auch mal so im Gehörgang hat. Das ist also, nur weil es ein VT2-Auto ist, ist es definitiv nicht günstig. Ihr könnt ja mal gucken, was so ein C300 neu, beziehungsweise als Vorführer oder mit 5.000 Kilometer kostet aktuell. Da wisst ihr schon mal, was der Einstandspreis ist. Und die ganzen Sachen, die hier verbaut werden, kosten ja auch alle Kohle. Ja, ja, das war eigentlich nur so der erste Teil und die Vorstellung von unserem VT2. Du kannst dir noch mal ein paar Detailshots zeigen. Und ihr könnt sicher sein, im zweiten Teil geht es dann ans Eingemachte. Dann wird der Umbau starten. Und ich hoffe dann auch schon ein paar Infos zu haben, was so die ganze Vorarbeit geht. Wir haben nämlich jetzt gesagt, wir reißen das Auto jetzt nicht einfach auseinander, sondern wir fangen mit den Kodierungsarbeiten an, obwohl noch alles verbaut ist. Ich möchte das Auto so lange zusammen haben, bis ich weiß, dass alles so in der Elektrik funktioniert, wie ich es haben möchte. Weil bevor ich irgendwas rausreiße und wieder einbauen muss, weil irgendwelche Sachen noch frisch kodiert werden müssen, machen wir nicht. Also wir ziehen das Pferd so ein bisschen von der... Also aus Erfahrung macht das mehr Sinn. Es ist nicht das erste Mal, dass wir so komplexe Sachen machen. Wir werden diesmal alle Kodierungsarbeiten so machen, dass wir alles auskodieren und dann erst 100% ein auskodiertes Auto haben und zerlegen dann die Hardware dazu.
hoffe, das ist verständlich, was ich meine. Weil viele zerreißen die Karre und dann steht da ein leeres Auto und dann stehen da Millionen Fehlereinträge und dann musst du wieder den Airbag montieren, dann musst du das erst montieren, um das auszukodieren und so. Das ist so komplex. Und ich habe gesagt, solange alles drin ist, können wir alles auskodieren. Und dann wissen wir auch, dass wir es nicht wieder doppelt und dreifach einbauen müssen. Das heißt, es wird spannend. Hoffentlich. Danke und bis zum zweiten Teil.